Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sport Total. Es ist ein wunderschöner Sommerabend in Köln und damit ein herzliches Willkommen aus dem Franz-Krämer-Stadion. Die Zweitvertretung des 1. FC Köln trifft heute auf Rot-Weiß Oberhausen. Beide Mannschaften müssen und wollen punkten. Der FC letzte Woche mit dem ersten Punkt dieser Saison und Oberhausen, die könnten zumindest mal über Nacht auf Platz 1 verweilen. Beiden Heimspiele konnte man gewinnen. Flanke ist nicht verkehrt. 1:0, 1. FC Köln. Niklas Hauptmann. Dritte Minute, der FC führt. Schauen wir nochmal drauf. Schwirten mit zu viel Platz auf der rechten Seite und die Flanke kommt punktgenau an den zweiten Pfosten und Niklas Hauptmann ist da, muss nur den Fuß hinhalten. Insofern ging das Unentschieden durchaus in Ordnung. Das ist ein sehr guter Diagonalball, kein Abseits von Mikkels. In der Mitte läuft Kraja mit, Mikkels macht's alleine. Sehr viel Platz für Hüseyin Basic. Geht dann Fasnacht vorbei, Hüseyin Basic legt ihn rüber. Und Steffen Tigges verpasst um Haaresbreite. Hauptmann. Sieht in die Mitte, wird nicht wirklich angegriffen. Ball kommt hinten zu Hüseyin Basic. 2:0, Treffer zählt. 33. Spielminute, Köln erhöht. Hauptmann kann hier völlig ungestört in die Mitte ziehen, wird dann überhaupt nicht angegriffen. Und hinten haben sie Hüseyin Basic völlig vergessen. Profiter. Anton Heinz ist nicht im Abseits. Anton Heinz und der Anschluss. 37. Minute, 2:1 nur noch. Sehr gut durchgesteckt von Jerome Profiter. Und dann war es zumindest mal hart an der Grenze zum Abseits. Achtung, der geht schon wieder durch zu Anton Heinz. Anton Heinz schlägt den Haken, anstatt aufs Tor zu schießen. Hier, klatschen gelassen von Schmidt. Und dann geht Tigges durch. Nächste Chance Köln. Kein Abseits. Maximilian Schmidt, 3:1 für den 1. FC Köln. 57. Minute. Der alte Abstand ist wieder hergestellt. Köln geht früh drauf und dann ist da eine Riesenlücke in Oberhausens Verteidigung. Tigges mit deutlich mehr Aktion in der zweiten Halbzeit. Abschluss ist nicht verkehrt, Tim Giesen. Hüseyin Basic, 4:1, 1. FC Köln. Gebrauchter Abend für RWO. 38. Minute das 2:2 machen müssen. Bringt er direkt oder als Flanke? Ball ist frei. So, jetzt gibt es ja leider unschöne Szenen. 2 Minuten vor Schluss wird das Spielfeld von Fans beider Lager gestürmt. Ging damit los, dass 3 Kölner Fans hinten eine Fahne vom Gästeblock weggenommen hatten und dann über den Platz zurückgerannt sind. Es ist so schwachsinnig. Auf jeden Fall ein sehr, sehr unrühmliches Ende für ein richtig tolles Fußballspiel, was wir hier gesehen haben. Die Kölner Mannschaft ist schon verschwunden. Die Schiedsrichter auch.
Und damit steht wohl fest, dass das Spiel nicht wieder angepfiffen wird. Also Endergebnis. 4:1 für den FC gegen Rot-Weiß Oberhausen. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.